Ja, das wird ja in Deutschland gerade nicht einfacher, ne? Der Lockdown ist jetzt verlängert worden auf Mitte Februar. Und wir wissen, ich glaube, wir wissen alle, dass das damit nicht erledigt ist. Das wird noch weitergehen. Die Bundesregierung hat da wirklich langfristig geplant. Es werden unglaublich viele Unternehmen in die Insolvenz gehen. Wie soll es auch anders kommen? Es gibt keine Einnahmen, es gibt keine Umsätze. Es wird darüber gesprochen, die Reisemöglichkeiten einzuschränken, 15 Kilometer Radius und so weiter. Es wird schwierig werden. Und ja, es gibt eine Menge Unternehmen, die jetzt gerade in die Pleite gehen. Hotels, Restaurants, Friseure. Und das ist traurig. Das ist absolut traurig. Unverschuldet in die Krise gehen. Doch für alle anderen Branchen haben gerade riesige Chancen. Und viele nehmen das gar nicht wahr. Viele wollen das aussitzen. Viele fokussieren sich darauf, dass sie irgendwelche Staatshilfen in Anspruch nehmen und gucken, dass sie von einer Woche auf die nächste das irgendwie überbrücken, dass die gute alte Zeit zurückkommt. Aber du verpasst eine Chance. Zwei Beispiele. 1873. Rockefeller. USA. Es gab eine große Wirtschaftskrise und Rockefeller hat den Markt neu verteilt. Er hat es geschafft, von 1873 an, in den 10 Jahren danach, sich einen Marktanteil beim Öl in Höhe von 66% zu holen. 66% der Ölproduktion auf diesem Planeten war bei Rockefeller. So, was hat er gemacht? Er hat auf Effizienz gesetzt. Er ist hingegangen und hat in der Krise eine Lastwagenflotte aufgebaut und hat somit natürlich einen Gegenpart gehabt zur Eisenbahnindustrie und konnte dementsprechend auch andere Preise verlangen, weil er gesagt hat, okay, zu dem Preis braucht ihr mein Öl nicht transportieren, dann transportiere ich selber. Macht mir einen anderen Preis oder ich mache das nicht. Er hatte echtes Verhandlungspotenzial dabei. Er hat die richtigen Führungskräfte eingestellt. In der Krise hat er sich die Leute geholt, die sein Unternehmen noch weiter nach vorne gebracht haben. Und er hat zum Beispiel, also früher waren im Öl unheimlich viel Schwefel drin. Und er hat seine Ölquellen effizienter aufgestellt und hat den Schwefelanteil reduziert. Also, Krise gab es schon vor 100 Jahren. Und auch davor schon. Aber die Frage ist, wie du darauf reagierst. Rockefeller, heute kennt jeder den Namen Rockefeller. Rockefeller hat damit Milliarden gemacht. Zum reichsten Mann auf diesem Planeten geworden. Apropos reichster Mann auf diesem Planeten. Amazon, Jeff Bezos. 2000, als die Krise war, 99, 2000, als die Krise war, hat er gesehen, dass, und damals hat Amazon nur Bücher verkauft. Und dann hat er gesehen, es gibt noch viel mehr Nachfrage nach Produkten des täglichen Bedarfs. Und er hat sein Sortiment erweitert. Aber mit der Software, die er hatte und auch mit den Serverleistungen, die er hatte, war klar, dass das nicht funktioniert. Also ist er 2000 hingegangen, hat ganz neue Software programmieren lassen mit seinen Leuten, ein neues CRM-Programm und so weiter. Er ist rausgegangen von den normalen Anbietern, hat seine eigene Cloud-Lösung gefunden. Und dadurch konnte er mehr Bestellungen schneller abwickeln, mehr Kunden akquirieren, mehr Umsatz machen, mehr Geld verdienen. Er hat den Grundstein gelegt mitten in der Krise, indem er einfach alles effizienter aufgestellt hat. So, und das ist meine Botschaft an dich. Stell dein Unternehmen effizienter auf. Nutz diese Krise. Ich weiß, wovon ich spreche. Wir haben im letzten Jahr das beste Jahr gehabt, also 2020 das beste Jahr unserer Firmengeschichte und ich mache das schon seit 30 Jahren. Wir haben im Januar einen Award bekommen von CoopCard. CoopCard ist der Zahlungsanbieter, über den wir unsere digitalen Produkte abwickeln. Und CoopCard hat uns einen Award gegeben, über 10 Millionen Euro, die wir 2020 nur digital über CoopCard abgerechnet haben.
Und normalerweise gehört meine Branche auch zu den Verlierern der Krise. Weil meine Seminare sind faktisch verboten. Ich kann nichts live machen. Also haben wir alles digitalisiert. So, und das ist die Botschaft. Digitalisiere dein Unternehmen. Wenn du ein Unternehmen hast in der Größenordnung 5 Mitarbeiter, 20 Mitarbeiter oder darüber, dann ist das jetzt die Gelegenheit, zum Beispiel den Akquiseprozess zu digitalisieren, dass du Kundenanfragen digital bekommst, egal welche Branche, außer die genannten. Das geht. Wir machen es ja vor. Meine Kunden machen es vor. Und du hast jetzt die Möglichkeit, wir haben jetzt gerade Zwangs-Homeoffice. Aber Homeoffice ist zum Beispiel nicht Remote Work. Remote Work geht noch viel, viel weiter. Und ich möchte dich auch motivieren, dass du einmal über Remote Work nachdenkst. Dass deine Mitarbeiter nicht nur im Büro sitzen, sondern auch woanders. Also, ich glaube, die Chance ist klar geworden. Rockefeller hat sie genutzt, Amazon hat sie genutzt. Und wenn du in der Krise dich richtig aufstellst, kannst du als Gewinner aus der Krise rauskommen. Du hast aber nicht mehr so viel Zeit, weil dein Wettbewerb schläft ja auch nicht auf dem Baum. Ich weiß nicht in deiner Branche, wie weit dein Wettbewerb ist, aber jetzt hast du die Gelegenheit, entweder aufzuschließen oder den Abstand zu vergrößern. Aber wenn es etwas gibt, was du in der Krise als Unternehmer nicht machen kannst, dann ist es zögern und abwarten. Das funktioniert nicht. Das ging die letzten 10 Jahre gut. Da ging es immer wieder hoch. Da konnte man viele Fehler machen, da konnte man Dinge aussetzen und abwarten. Aber jetzt musst du Entscheidungen treffen. Also, mein Angebot. Mein Angebot ist, wir haben eine Digitalisierungs-Roadmap. Wir haben einen Plan, wie Unternehmen in der Größe, die ich angesprochen habe, ihre Strukturen, ihre Abläufe, ihre Prozesse digitalisieren können. Bei kleineren Unternehmen innerhalb von 72 Stunden kannst du das umsetzen. Bei größeren Unternehmen dauert es ein bisschen länger. Also es gibt die Roadmap und da ist das genau erklärt, was du tun musst. Das ist eine Blaupause, die legst du auf dein Unternehmen und die Strukturen und musst das nur noch nacharbeiten. So, und das Zweite, wir haben einen Online-Kurs aufgenommen vor ein paar Tagen, ist also ganz frisch. Und ich habe mir eine Expertin gesucht, nämlich die Theresa. Theresa ist die Inhaberin und Gründerin von Get Remote. Und sie führt seit 3 Jahren Remote Leadership, Remote Work Prozesse bei Unternehmen ein. Sie hat über 10 Jahre Erfahrung in dem Bereich. Und mit ihr zusammen habe ich einen Online-Kurs aufgenommen, wie du dein Unternehmen remote richtig aufstellen musst. Und ich kann dir sagen, der Kerncontent sind schon über 5 Stunden. Das ist so unfassbar wertvoll, was die Theresa da rausgegeben hat. Also wirklich unfassbar gut. Wenn du also jetzt die Krise als Chance siehst, wenn du jetzt sagst, komm, ich mach was, ich ergreife die Chance, ich warte nicht mehr ab, dann ist meine Bitte, rund um dieses Video gibt es einen Button. Dort kannst du deine Daten eintragen und einen Termin vereinbaren mit einem Mitarbeiter aus meinem Team, mit einem Experten aus meinem Team. Du kannst diese Sachen, diese Digitalisierungsroadmap oder auch den Online-Kurs mit der Theresa, du kannst das nicht mal eben so kaufen. Wir wollen einmal kurz mit dir darüber sprechen. Wir wollen wissen, wer bist du, was machst du, passt das für dich überhaupt? Oder haben wir vielleicht was Besseres, was anderes noch für dich? Und deshalb, nein, es gibt nicht irgendwo den Button, wo du draufklickst und dann kannst du den Kurs runterladen, sondern 15, 20 Minuten Gespräch mit einem Profi aus meinem Team. Das ist, selbst wenn du es nachher nicht machst, es ist für dich kostenlos, es ist unverbindlich, aber du lernst garantiert etwas über dein Unternehmen. Du lernst etwas, was dich erfolgreicher und weiterbringt in der Krise.
Selbst wenn du nachher sagst, nee, komm, also hier, ich brauche diese Roadmap nicht oder nee, Remote passt bei mir doch nicht, nicht schlimm. Meld dich, trag dich bei uns ein. Jemand aus meinem Team meldet sich zum vereinbarten Termin. Ihr sprecht 15, 20 Minuten miteinander und danach finden wir Wachstumspotenzial für dich, dein Unternehmen und deine Kunden. Also alles, was du machen musst, jetzt deine Daten eingeben. So, wenn du das bis hierhin geguckt hast und du sagst, ja, ich weiß nicht, was ist denn die Alternative? Was ist die Alternative? Abwarten auf Subventionen vom Staat, auf Kredite vom Staat und dann so weitermachen wie bisher? Ich denke, wir wissen alle, dass das Ganze noch weitergeht. Ich habe schon prognostiziert, schon letztes Jahr prognostiziert, dass wir 1 Million Insolvenzen haben werden. Und davon bin ich überzeugt. Der Markt wird sich verändern. Nach 2021, nach 2022, der Markt wird anders sein. Und die, die sich angepasst haben, werden als Gewinner da rausgehen. Und die, die sich nicht anpassen, kriegen das, was übrig bleibt oder werden diesen Markt verlassen. Also, was ist die Alternative? Wenn es bei dir nicht so läuft, wie du es gerne hättest, oder wenn du sagst, es könnte noch viel besser laufen, oder wenn deine Wettbewerber schneller, besser unterwegs sind, vereinbare den Termin. Nutz die Gelegenheit zu dem Gespräch. In dem Sinne, ich freue mich auf das, was dann mit uns zusammen passiert. Liebe Grüße.